Hallo liebe Menschen, das ist der Triaterra Videoblog. Hier geht es um EM, effektive Mikroorganismen, um Terra Preta Produkte und um Themen zur Begrünung der Erde. Heute ein Thema zu effektiven Mikroorganismen, zu EM und den Produkten dazu, Triaterra Honig und Triaterra Aktiv, die man idealerweise versprühen kann. Versprühen ist eine wunderbare Möglichkeit, um die zu verteilen, denn das A und O bei der Anwendung von EM ist die Verteilung. Die müssen da hinkommen. Die selber bewegen sich die Mikroorganismen keinen Millimeter. Die können sich nicht bewegen, die sind nicht mobil. Das heißt, wir müssen sie dahin bringen, wo sie wirken sollen. Und wenn sie da sind und ihre Bedingungen finden, dann können sie sich eben verdoppeln, vervierfachen, verhundertfachen, vertausendfachen in relativ kurzer Zeit. Das heißt, es kommt nicht so sehr darauf an, dass wir ganz viel anwenden, kann auch mal sein, aber normalerweise, dass wir sie gut verteilen. Und was hilft bei der guten Verteilung? Wasser und Sprühen. Sprühen ist eine ideale Möglichkeit, die Mikroorganismen weit zu verteilen. Wir haben in einem Milliliter von Triaterra Aktiv, hier so ein 5-Liter Kanister, wo der 13,50 kostet, 5 Liter. Ein Milliliter, so ungefähr so groß wie meine Fingerkuppe, haben wir 1 Milliarde 10 hoch 9 Mesobakterien, typischerweise im frischen Triaterra Aktiv, so bis 8 Wochen alt. Dann geht es ein Stück weit runter. Aber diese große Anzahl an Mikroorganismen, da merkt man schon, 1 Milliarde pro Milliliter, das heißt, wir können auf einen Quadratzentimeter, wenn wir da so einen Milliliter verteilen, auf einen Quadratmeter, dann haben wir auf einen Quadratzentimeter hunderte von diesen, wenn nicht tausende von diesen Mikroorganismen. Sprich, die Menge macht es nicht, es macht. Wir müssen es auch tatsächlich verteilt kriegen, dass es überall landet. Und da ist eben Sprühen eine ideale Voraussetzung. Da haben wir drei Empfehlungen, drei Sachen von uns, mit denen man das sprühen kann. Nämlich die kleine 50 Milliliter Sprühflasche, die 500 Milliliter Foxy Plus Sprühflasche, die man auch über Kopf stellen kann. Beide haben wir im Shop, die kostet 1,50, die kleine, die kostet 8,80. Und die dritte Variante für den großen Bedarf im Garten wäre dann eine 5 Liter Spritze oder eine 10 bis 20 Liter Rückenspritze. Die haben wir nicht im Angebot, weil es die so günstig und gut in den Baumärkten, Hornbach und so weiter zu kaufen gibt, dass man da, dass es keinen Sinn macht für uns, die anzubieten. Wir müssten die teurer machen, als man die da kaufen kann, gehen sie doch besser in den Baumarkt. Genau, und die ganz billigen Spritzen gehen da voll, reichen da völlig aus, sage ich gleich mal was zu. Okay, das erste wäre die 50 Milliliter Sprühflasche. Da haben wir ein EM-Keramikröhrchen drin. Das ist kein Zufall. Das haben wir extra reingemacht. Diese EM-Keramik sorgt ja auch dafür, wenn man das in Blumenwasser macht, ein paar in Blumenvasen, dass die Blumen ungefähr doppelt so lange halten und das Wasser nicht umkippt und anfängt zu stinken. Auch ganz große Sache für Blumengeschäfte, die alle 2 Tage da das Wasser wechseln müssen die Blumen neu anschneiden. Wenn sie da die Röhrchen drin haben, dann brauchen sie diese Arbeit praktisch nicht mehr zu tun. Aber auch für sie im Haushalt. Und es sorgt hier dafür, diese Keramik, dass die Lösung, die verdünnte EM-Lösung, verdünnte Triaterra Honig oder Triaterra Aktiv-Lösung, dass die nicht mehr umkippt. Normalerweise, dadurch, dass da eben Sauerstoff rankommt, dass es nicht mehr konzentriert ist, nicht mehr sauer ist, würde so eine Verdünnung innerhalb von 1-2 Tagen umkippen und nicht mehr wirksam sein. Aber mit der EM-Keramik da drin ist das 3, 5 Tage, vielleicht sogar 7 Tage haltbar, auch in der Verdünnung. Und das ist natürlich so praktisch, dass wir da auf jeden Fall die EM-Keramik reinmachen wollen. Deswegen haben wir hier ein Röhrchen, das wird schon so mitverkauft, ein Röhrchen mit dabei. Bei der Foxy Plus ist es nicht mit dabei, aber da kann man entsprechend auch 4 bis 5 Röhrchen, 3 bis 5 Röhrchen reinmachen. Das reicht aus, das kann ja lange wirken, um diesen Effekt zu erzielen. Ja, und die kleine Sprühflasche habe ich jetzt schon vorbereitet. Da ist schon ungefähr 1/10 Triaterra Honig drin. Habe ich reingemacht mit Wasser. Also man kann sogar pur sprühen. Ich selber sprühe mich gerne nach dem Duschen mal pur ein. Oder wenn wir
Katzenurinfleck auf dem Teppich haben, dann wird der mal richtig nass pur mit EM eingesprüht, dass das auch wirklich alle Gerüche bindet und weg ist. Aber im Normalfall reicht die Verdünnung von 1 zu 10, auch um jeglichen Flecken zu vermeiden. 1 zu 10 ist auch eine relativ starke Lösung schon 1 zu 10, aber das reicht eigentlich gegen Gerüche und so weiter im Normalfall voll aus. Ja, und also sich selber einsprühen nach dem Duschen, braucht man nicht die teure EM-Kosmetik kaufen, die auch nichts anderes machen, als Kosmetik ein bisschen EM reinzumischen. Da kann man eigentlich sich selber einfach mit einsprühen und eine normale, gute Bio-Kosmetik nehmen. Und hat die gleichen schönen Effekte auf der Haut und so. Die ich hier nicht so exakt wiedergeben darf, weil das Gesundheitsaussagen werden. Ja, ansonsten für die Reise, für unterwegs, wenn die Kinder sich wieder mal das Knie aufgeschlagen haben, ich habe immer eins im Rucksack, dann kommt da also ein paar Sprühstöße rauf, wenn man ein Hotelzimmer aussprühen muss oder im Auto stinkt irgendwas, dann wird das so, dann habe ich meine kleine Flasche dabei, dann wird das einmal ausgesprüht. Ansonsten eine Stufe größer, die Foxy Plus Flasche. Foxy Plus von den Schweizern hergestellt, Birchmeier. Der Schweizer Franken ist ziemlich stark, deswegen ist sie auch ziemlich teuer. Aber sie hat eben auch einen besonderen Clou. Man kann nämlich über Kopf sprühen. Hier ist jetzt auch 1 zu 10 Triaterra Honig drin. Habe ich schon vorher eingefüllt. Und ja, auch da vor dem Putzen einfach mal alles mit EM einsprühen. Das erleichtert die Arbeit ganz enorm. Fenster putzen. Kann man sogar noch ein bisschen höher verdünnen, bis 1 zu 100, damit es keine Schlieren gibt. Einsprühen, einwirken lassen, ein paar Minuten, wiederkommen, nochmal einsprühen. Dann kriegt man selbst den krassesten, und dann mit dem Lappen rüber, dann kriegt man selbst den krassesten Fliegendreck weg. Einfach dann trocken abwischen mit dem Lappen. Ja, ansonsten eben Schuhschrank, überall, wo Gerüche auftreten, wenn man Hering gebraten hat, einmal mal die Küche aussprühen. Wenn man einen muffigen Schrank hat, einen alten Holzschrank mit EM aussprühen, so 1 zu 10 verdünnt. Ruhig, dass es feucht ist, dass es nass ist, dass die Oberfläche sich nass anfühlt. Dann wieder abtrocknen lassen, am nächsten Tag nochmal einsprühen, abtrocknen lassen. Dann ist zwei, drei Mal, dann ist der Geruch normalerweise weg. Also das ist eine der magischsten Anwendungen von EM, dass es Gerüche so massiv verhindert. Auch die Pflanzen kann man mit der Lösung wunderbar einsprühen. Die danken das sehr. Die Blattsprühung, das trägt zu deren Gesundheit und zu deren Vitalität ungemein bei. Ja, was gibt es noch? Was könnte man noch machen beim Sprühen? Eine wichtige Sache ist noch Schimmelbehandlung. Wenn man also in so einen Raum kommt, Badezimmer, schlecht gelüftet, Baufehler, was auch immer, und man riecht schon, es riecht muffig, ein bisschen dumpf. EM versprühen, einmal, zweimal, dreimal muss man dann vielleicht jede Woche machen, so maximal, ne? Aber am Anfang schon mal zwei, drei Mal, dass man da mal so einen Grund reinkriegt, und dann muss man vielleicht mal jede Woche einmal machen oder so, um diese gute Mikrobiologie, einen guten Geruch aufrechtzuerhalten. Innerhalb von Minuten ist dieses muffige, dumpfe weg. Man hat nicht mehr diesen Pilz in der Luft, der wird sofort gebunden, die Schimmelsporen. Und dann kann man die Stelle selber, wenn dann irgendwo Schimmelflecken sind, kann man die mal intensiv mit pur Triaterra Honig und Essigessenz pur mit dem Schwamm dann sauber machen. Dann kommt da auch nicht mehr wieder was, das ist dann weg. Falls man renovieren muss, falls man streichen muss, neue Tapete, Putz, kann man in die Farben, in die Baustoffe, in die Tapetenkleister, überall kann man Triaterra Aktiv, Triaterra Honig, eventuell kleine Mengen EM-Keramikpulver reinmachen. Da haben wir eine Anleitung, und dann kommt das auch nicht wieder. Selbst wenn da eine Feuchtigkeit auftritt, wird es nicht dazu führen, dass sich ein Schwarzschimmel, ein dumpfer Schimmel ausbreitet, sondern es wird dazu führen, dass sich ja eher Milchsäurebakterien ansiedeln, und die stören uns nicht. Die machen keine Gerüche und haben kein Problem. Dann hat man immer, muss man zwar dafür sorgen, dass es nicht feucht wird, aber man wird nicht mehr diesen Schimmel, diese Schimmelprobleme haben. Ich habe eine Kundin jetzt gerade gehabt, die war begeistert davon, sie hat einen Schweinestall, sie hat einen kleinen Hof und drei Schweine und Schweinestall, und hat den dreimal mit EM ausgesprüht, und da war kein Geruch mehr. Es riecht nicht mehr nach Schwein, null, weg. Ideal, Hühner, Tauben,
das Gleiche, das öfter mal mit DM aussprühen, 1 zu 10 verdünnt. Und dafür ist dann genau diese Flasche wahrscheinlich die richtige Größe, die Foxy Plus 500 Milliliter, damit man das da immer bei der Hand hat. So, das ist also der ständige Begleiter im Haus und vielleicht auch noch für mal einen Strauch oder so. Dann die Anwendung im Garten, habe ich schon gesagt, da sind wir eigentlich begeistert oder empfehlen wir eigentlich eine Rückenspritze oder vielleicht eine 5-Liter-Spritze. Also da kann man im Grunde die billigen Spritzen aus dem Baumarkt nehmen. Da macht es keinen Sinn für uns, dass wir die jetzt kaufen in großen Mengen und ihn verkaufen, weil wir müssten die irgendwie für 40 Euro und mehr anbieten. Und im Baumarkt kriegen sie die für 20, 25 Euro bei eBay. Für 20, 25 Euro inklusive Lieferung. Nehmen Sie die billigsten. Die haben alle so einen Doppelsprühkopf dabei. Der macht sich am besten. Da kriegen Sie viel durch, schnell durch und haben ein breites Sprühbild. Das macht sich ideal. Und diese günstigen Spritzen, wir haben es mit teuren versucht. Wir haben selber für unseren Garten haben wir eine Spritze gekauft für 180 Euro. Mussten dann noch Zubehör kaufen für 30 Euro, noch einen extra Sprühkopf und so. Ein halbes Jahr war die kaputt. Die Billigspritze hält jetzt schon 2 Jahre und wenn sie kaputt geht für 20 Euro, kauft man halt eine andere. Also wir haben nicht die Erfahrung gemacht, dass die teuren Spritzen besser halten oder irgendwie besser sind. Den Holm haben wir schon abgebrochen von der teuren Spritze. Der war schlechter als der von der billigen. Der Sprühkopf war schneller verstopft. Und so. Also da scheint es jetzt nicht so zu sein, dass teure Spritzen dafür besser sind. Kaufen sich die günstigen Spritzen. Wichtig ist, dass Sie sich oft ransetzen und möglichst oft sprühen. Desto öfter, desto besser im Garten. Und wir sind so jetzt so dabei, da wir jetzt schon sehr lange machen, dass wir ungefähr einmal im Monat sprühen. So Frühling, Sommer, Herbst, im Winter eher nicht. Also einmal im Monat, so ungefähr 8 bis 10 Mal im Jahr sprühen wir jetzt unseren kompletten Garten damit ein. Nicht nur, dass wir mal hier den Baum oder da den Strauch einsprühen oder da die Buchsbäume. Nein, alles wird eingesprüht. Und die Idee dabei ist, dass es tatsächlich zu... Also wir haben überall dann diese... Selbst die Gewächshäuser, das Haus selber wird eingesprüht, ein Stück weit Betonflächen, Straße, Weg. Alles wird... Alle Oberflächen werden intensiv mit EM eingesprüht, der alte Baumstumpf. Und die Idee dabei ist, dass man eben diese Antioxidation, dieses Feld gewissermaßen, diese Schwingung im ganzen Garten, das macht einen Unterschied, ob man das eben nur punktuell macht oder ob man die ganze Fläche damit macht. Da kommt sozusagen der, keine Ahnung, die Buchsbaumzünsler oder die Läuse oder was auch immer, kommen dann schon angeflogen und das ist eigentlich nicht... Hier fühle ich mich nicht so wohl, das sind keine kranken Pflanzen, hier drehe ich wieder um. So, dass das einfach so eine Schwingung im ganzen Garten hat, das ist ein wesentlicher Faktor, den man mit DM erreicht. Und deswegen also sprühen wir alles ein und ungefähr einmal im Monat. Und 1 zu 10 verdünnt, das ist triateraktiv. Und haben damit wunderbare Erfolge bei den Himbeeren, dass die keine Maden haben. Haben einfach eine allgemein hohe Vitalität, wenig Krankheiten. Und wenn wir dann speziell noch einen Baum haben, sagen wir mal einen Pfirsich oder einen Apfelbaum oder die Apfelbaum mit dem Apfelwickler oder die Pfirsich mit Fleckenkrankheit oder mit einer Kräuselkrankheit bei dem Pfirsich oder bei dem Johannisbeeren, dann wird der nochmal speziell eingesprüht. Dann machen wir da eine Sprühung im Frühjahr schon ganz früh anfangen. Man kann sogar schon im Herbst sprühen, jetzt schon mal sprühen. Dass die Rinde alles nochmal eingesprüht wird mit DM und das gefallene Laub eventuell schon mal eingesprüht wird mit DM, dass sich das schneller zersetzt, dass sich da keine Schädlinge, Pilze drin halten können. Denn wenn wir das mit DM sprühen, die Rinde, und dann wird das als Lebensraum für die Schädlinge, die darin überwintern wollen, zu schnell zersetzt und dann sind sie im Frühjahr nicht mehr da. Das gilt auch für die Kastanienminiermotte. Kastanienbäume und die Umgebung, soweit das Laub fällt, muss man das Laub gar nicht unbedingt wegräumen, einfach intensiv 2-3 Mal mit DM einsprühen im Herbst. Dann zersetzt sich das viel schneller
Und dann ist im Frühjahr der Befall mit Miniermotte nicht mehr so da, weil die im Laub nicht mehr überleben konnten, zum Beispiel. Und das gilt für viele andere Schädlinge auch. Also ruhig jetzt im Herbst schon mal sprühen. Und ansonsten dann im Frühjahr früh anfangen, im April, bevor die erste Knospe, bevor die ersten Blätter und Blüten rauskommen, schon einmal sprühen. Und dann im Abstand von 1 bis 2 Wochen sprühen, so hoch man kommt und 1 zu 10 verdünnt, dass man diese gute Besiedelung mit guten Mikroorganismen auf den Blättern, auf der Rinde aufrechterhält. Das schreckt viele Schädlinge ab. Sie finden ihren Lebensraum nicht mehr, finden zum Teil den Baum nicht, weil er auch nicht mehr so riecht, wie sie es gewohnt sind. Und zum Teil ist eben die EM selber auch einfach durch die Säuren und so ein bisschen abschreckend für die Insekten. Ja, man kann das noch steigern, indem man Lavendelreiniger sprüht. Unseren Lavendelreiniger für 7,90 € den Liter, auch 1 zu 10 verdünnt, wenn man schon speziellen akuten Insektenbefall hat, Läuse, Buchsbaumzünsler oder andere, dann kann man ruhig mal 2, 3 Mal mit diesem Lavendelreiniger sprühen, dass das 1 zu 10 verdünnt, das vertreibt die Insekten eigentlich sehr zuverlässig. Oder auch mal mit dem Kieselalgenpulver einstäuben, da haben wir unseren Bobby Pulverzerstäuber, dass man diesmal mal einstäubt, das mögen die Insekten auch nicht, das entfettet die Haut und dann sind die eher weg. Also das ist zwar jetzt nicht offiziell dafür verkauft, aber wir kaufen Kieselalgenpulver als Bodenhilfsstoff. Ja, okay. Das wäre eine Zweckentfremdung ihrer Zeit sozusagen. Okay. Sprühen. Und da schauen wir uns jetzt mal kurz ein Video, wie man diese Rückenspritze zum Beispiel befüllt und mit EM-Keramik und mit EM und 1 zu 10 verdünnt und dann benutzt kurz im Garten an. Und so wird diese Rückenspritze, die günstige Rückenspritze gefüllt. Hier diese ganz normale, ja, billige Baumarkt-Rückenspritze, die kriegt man bei Hornbach oder sonst wo für 20, 25 €. Wichtig ist, dass man da vielleicht auch ein EM-Keramikrohr oder Röhrchen oder so mit reinmacht. Jedenfalls, wenn man es mehr als einen Tag benutzen will. Wenn es 2, 3, 4, 5 Tage benutzt werden soll, dann ist gut, man macht EM-Keramikrohr rein. So. Kann man erkennen. Ansonsten ganz normale billige Rückenspritze, vielleicht nicht ganz so voll, 10 Liter Wasser, 1 Liter EM, 1 zu 10. Ja, Martina, bitteschön. Achso, wichtig ist noch, dass das gefiltert wird. Hier ist ein, da ist nämlich im EM ist ja immer ein bisschen auch mal ein Hefebröckchen dabei oder so. Und damit das nicht irgendwas verstopft, filtern wir das hier mit einem Strumpf, mit einem Darmstrumpf und der als Filter rein. In den normalen Filtereinsatz noch mit rein, dann erstmal 10 Liter Wasser und dann 1 Liter EM. Eins zu 10 reicht völlig aus, wenn man das höher konzentriert. Ja, dann kann man riskieren, dass es Schäden auf den Blättern gibt durch die Säure. Wenn es mal speziell gegen irgendwelche Insekten geht, kann man es mal höher dosieren, aber normalerweise reicht 1 zu 10 völlig aus. Bei automatischen Sprühanlagen, wenn man es häufiger macht, noch häufiger als monatlich, kann man sogar. Das ist Triateraktiv, das ganz normale Triateraktiv. 5 Liter Kanister, 13,50 €. Davon 1 Liter. Bisschen mehr, bisschen weniger, spielt alles keine große Rolle. Das ist wichtig, dass das gefiltert wird. Und dann kann es auch schon losgehen. Vermischen tut sich das von alleine in dem Ding, sobald man das aufgesetzt hat. Ist ein bisschen schwierig, das aus dem Rücken zu kriegen, aber wenn es dann mal losgeht, geht es los. Das, wie gesagt, einmal im Monat im ganzen Garten sprühen ist eine gute Variante. Willst du gleich loslegen? Eine Sache, die wir recht häufig sprühen, also prinzipiell sprühen wir jeden Monat
eigentlich alles ab, inklusive Rasen und Sträucher und Flächen, dass man einmal im Monat überall eben verteilt hat, auch richtig flächig, das macht einfach auch eine gewisse Schwingung. Zum Teil machen wir es sogar auf Betonflächen oder so, einfach um diese Schwingung im ganzen Grundstück zu verteilen. Hier bei den Himbeeren, bei den Bäumen machen wir es nachher auch noch. Da sprüht man so hoch man kann, wenn man eben 2 Meter hochkommt oder 2,5, das reicht dann aus. Die Rinde einsprühen, die Blätter so hoch man kommt. Und es ist immer auch eine Bodenbehandlung, weil es landet ja am Ende alles im Boden, wird vom nächsten Regen reingespült. Also nicht nur die Blätter, nicht nur eine Blattbehandlung, sondern auch eine Bodenbehandlung. Und es hat auch, ja, gerade bei Himbeeren, bei Sträuchern, bei Bäumen, wirklich früh anfangen zu sprühen, schon im April, bevor die Blätter, die Knospen eigentlich rauskommen, aufgehen, die Blüten aufgehen, schon dann das erste Mal sprühen und dann, wenn es spezifisch gegen bestimmte Insekten geht, wirklich alle 14 Tage sprühen, speziell im Frühjahr, April, Mai, Juni, dann kriegt man auch makellose Äpfel und Kirschen und Himbeeren. Ansonsten kann man es ein bisschen ruhiger angehen, wenn das jetzt nicht spezifisch ganz so wichtig ist, also einmal im Monat langfristig, das reicht dann aus. Okay. Das ist also eine sehr einfache und schöne Variante, EM zu verteilen. Und wie gesagt, man braucht nicht eine teure Spritze. Die allerbilligsten funktionieren genauso gut wie die teuren und gehen auch genauso schnell oder langsam kaputt. Von daher muss man da nicht viel Geld ausgeben. 25 Euro. So eine Doppelsprühkopf ist gut. Der Doppelsprühkopf ist normalerweise dabei bei den Spritzen überall, auch bei den billigen, sodass man da gleich ein bisschen mehr durchkriegt und ein bisschen größeres Sprühbild kriegt. Machen sich die Doppelsprühköpfe zum Verteilen, machen die sich am besten. Wenn man Masse und Fläche durchkriegen will. Einmal im Monat, wir machen es normalerweise bei Regen, jetzt ist gerade Sonnenschein, nur mal zur Demonstration. Typischerweise versuchen wir es an einem Regentag zu machen, wenn es vorher geregnet hat, nachher regnet, abends bei Feuchtigkeit, das ist immer optimal. Danke Martina! Ja, da sind wir wieder. Buchsbäume hatte ich noch erwähnt. Buchsbäume profitieren enorm davon, mit EM eingesprüht zu werden. Die Buchsbäume sind ja inzwischen ganz schön unter Beschuss. Verschiedenste Krankheiten, die sie da doch jetzt deutschlandweit sich ausbreiten. Das erste war der Buchsbaumpilz, der die schwarz und vertrocknet hinterlassen hat. Jetzt kommt der Buchsbaumzünsler, meistens in Kombination mit dem Buchsbaumpilz. Der eine hilft dem anderen sozusagen, diesen Strauch anzugreifen. Den Buchsbaum, dem früher nichts was anhaben konnte, der wird jetzt von allen Seiten beschossen. Aber Buchsbaum reagiert enorm gut auf eine EM-Sprühung und wir haben da auch ein gewisses Protokoll. Also wir haben hunderte Kunden, die sehr erfolgreich den Buchsbaumpilz und inzwischen auch den Buchsbaumzünsler mit EM behandeln, die Buchsbäume wieder vitalisieren, dass es wieder gut rauswächst. Man muss sie nicht ausreißen, man muss sie nicht verbrennen, man muss das Laub und so weiter, die Zweige auch nicht abräumen und perfekt sauer machen. Einfach intensiv EM sprühen, das sorgt dafür, dass sich dieser Pilz nicht ausbreiten kann, dass der Buchsbaumzünsler nicht so sehr sein Milieu findet. Eventuell eben mal mit Lavendelreiniger und mit dem Kieselalgenpulver arbeiten. Aber ansonsten, der Buchsbaum wird gesprüht am Anfang, wenn man vielleicht schon Befall hat oder wenn man mal eine Grundlage legen will, 5-mal sprühen im Abstand von einer Woche, also 5 Wochen lang hier einmal sprühen. Möglichst immer sprühen bei Feuchtigkeit, das ist wichtig für EM. Feuchtigkeit abends, am besten bei Dauerregen. Desto mehr Feuchtigkeit mit EM in den Boden kommt, desto mehr Feuchtigkeit da ist, desto besser. Wenn wir in die helle Sonne, in die trockene Sonne sprühen, das schnell austrocknet, die UV-Strahlung der Sonne desinfiziert, mehr oder weniger tötet die Mikroorganismen innerhalb von Minuten, dann ist die Wirkung relativ gering. Wenn wir uns schön bei Landregen oder Nieselregen oder mal in der Regenpause abends bei bedecktem Himmel ein bisschen Feuchtigkeit, wenn wir da sprühen, dann ist der Effekt von EM viel, viel größer,
Also das ist die Zeit, um zu sprühen, abends oder bei bedecktem Himmel, auf jeden Fall bei Feuchtigkeit. Idealerweise, dass es dann mit einem Regenguss nochmal verteilt wird, in die Erde gespült wird. Alles, was wir sprühen im Garten, landet sowieso immer auf dem Boden und wird kommt letztendlich dem Boden der Erde zugute. Also jede Sprühmaßnahme ist immer auch eine Bodenverbesserung, eine Bodenhilfsmaßnahme, die die Mikrobiologie im Boden anregt und positiv entwickelt. Also das von daher auch die richtige Variante. Ja, bei Buchsbäumen erstmal fünfmal sprühen, um einen Grund reinzukriegen, um diesen Wachstums, die kriegen dann auch richtig innerhalb von Wochen, kriegen die einen Wachstumsschub, wachsen wieder neu raus. Das Befallene, das Schwarze, das Tote kann man rausschneiden, muss man aber nicht unbedingt verbrennen oder entsorgen. Man kann das eigentlich direkt mulchen und liegen lassen. Das wird einfach mit eingesprüht und verrottet dann vor Ort eigentlich ohne Probleme, ohne dass der Pilz dann infektiös wird nochmal oder eben auf den Kompost bringen. Und das gilt übrigens für alle infektiösen Materialien. Also man muss nichts im Garten wegen irgendeinem Viren- oder Pilzbefall oder so verbrennen oder entsorgen. Alles kann mit auf den Stapelkompost, auf den EM-Kompost, wenn man das gut mit EM durchfeuchtet, noch mit Folie abdeckt, diese anaerobe Fermentation für ein paar Wochen macht, 4 bis 8 Wochen, dann sind da alle Schadkeime, Pilze, die da gehen da drauf, das halten die nicht aus. Und so haben wir da keine Kontamination mit den Krankheitskeimen weiter. Also eine Entsorgung macht absolut keinen Sinn. Behandeln Sie die Sachen mit EM, dann bleiben die Nährstoffe in Ihrem Garten. Das Material können Sie dringend gebrauchen. Genau. Und dann langfristig den Buchsbaum vielleicht 5-mal im Jahr sprühen. Frühling, Sommer, Herbst. Im Sommer vielleicht 2-3 Mal. Dass dann entsprechend, der Sommer ist ja die kritische Zeit, auch für den Pilz und für den Zünsler, dass man da einen gewissen Abwehreffekt aufrechterhält, dass es stabil bleibt. Also der Buchsbaum reagiert wirklich sehr positiv darauf. Da haben wir sogar schon Zeitungsberichte und ganz, ganz viele Rückmeldungen, dass das mit dem Buchsbaumzünsler und dem Buchsbaumpilz und der intensiven Sprühung wunderbar funktioniert. Okay, was gibt es noch zu sagen? Sprühung im Haus, habe ich gesagt. Interessant ist vielleicht noch, ja, also was Sprühen angeht, es ist immer noch jetzt im Herbst durch, auch schon nochmal alles absprühen, dass sich die Erntereste gut zersetzen, dass sich Laub und Mulch, das man jetzt ausbringt, dass sich das gut zersetzt, kann man ruhig nochmal 1-2 Mal im Garten sprühen. Das wäre jetzt noch so eine Maßnahme im Spätherbst, im Winter sogar, wenn es nicht schon friert. Und ansonsten gibt es die Möglichkeit, eben das mit dem frühen Frühjahr dann anzufangen, dass man da dann sprüht. Okay, also sprühen ist die Möglichkeit, EM optimal zu verteilen, breit zu verteilen, dass man dann die Verteilung von EM ist das A und O. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern. Eine Putzfirma, der Frank Marten, hallo, der die Rigipswerke putzt und da dann Preise abgeräumt hat für die saubersten Rigipswerke in Spandau, Falkensee. Und der hat EM gar nicht in seine Putzmittel reingemacht, was eine Variante wäre, sondern er hat seinen normalen Putzroboter da gehabt, Putzautomat, wo er drauf gesessen hat und gefahren ist, und hat einfach hinten mit der Rückenspritze oder mit der Spritze, mit der 5-Liter-Spritze im ganzen Halle EM versprüht. Also vorne geputzt, hinten gesprüht, und die EMs hatten dann 2 Wochen Zeit, wenn er dann wieder geputzt hat, die ganzen Fahrspuren, Gummireifenspuren von den Ameisen, Hubwagen und Ameisen und Gabelstaplern die haben den regelrecht zerkrümelt, aufgearbeitet, sodass er beim nächsten Mal putzen, rüberfahren, das leicht reinigen konnte, hat diese Männer um kleine Räume gesprüht, die ja immer so nach Schweiß und Arbeit riechen und Toiletten und die immer ein bisschen seltsam faulig riechen, riecht frisch, wenn man da ab und zu mal mit DM sprüht, beziehungsweise mit DM putzt. Ja, okay, also das ist eine der elegantesten EM-Anwendungen, einfach an der richtigen Stelle zu sprühen gegen Gerüche für
eine optimale Reinigungsleistung für eine, ja, eine optimale, überall verteilte Mikrobiologie. Im Moment ist es immer noch trocken. Die Trockenheit in Deutschland ist noch nicht vorbei. Ich dachte ja vor 3 Wochen, Mensch, der Landregen, der da mal einen Tag war, da ist es wieder. Aber da, zack, hat die Omega-Wetterlage wieder zugefasst und wir haben wieder 3 Wochen keinen Regen. Mal schauen. Vielleicht wird ja meine Vermutung, dass der Regen wiederkommt, wenn die deutsche Regierung stürzt, dass das Hand in Hand geht. Vielleicht wird die ja doch noch wahr, meine hemdsärmelige Prophezeiung. Mal schauen. Ja, sprühen, sprühen, sprühen. Das ist Ihr täglicher Begleiter. Das kommt in den Rucksack oder für den kleinen Bedarf. Und dann kann man die EM-Mischung, das Triathero-Honig, das helle, damit es keine Flecken gibt, und das 5 Euro den Liter und das Triatera Aktiv, die günstigere und etwas stärkere Variante mit Melasse vermehrt, das überall da, wo es auf Flecken nicht so ankommt, im Garten keine Ahnung, im Keller sprühen und so weiter. Das war's zum Sprühen. Bis nächste Woche. Wir sehen uns.